Hack, die monatliche Sendung der Globalisierungskritiker bei Radio Lora. Eine andere Welt ist possible. È possibile un altro mondo. Eine andere Welt ist möglich. Un autre monde è possibile. Eine andere Welt ist möglich. Eine andere Welt ist möglich. There is an alternative. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? How dare you? Wie können Sie es wagen, warf die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg verzweifelt und mit Tränen in den Augen den UN-VertreterInnen auf ihrem jährlichen Treffen in New York im September vor. Menschen leiden, Menschen sterben, rief sie. Ganze Ökosysteme kollabieren. Wir sind am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber Sie reden, sind Geld und Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum. Schonungslos rechnete Greta mit den PolitikerInnen ab, die jahrzehntelang zu wenig für den Klima- und Umweltschutz getan hatten. Fast unvorstellbar, aber wahr. Schon vor knapp einem halben Jahrhundert hatte Willy Brandt im Jahr 1972, also dem Jahr, in dem auch der Bericht des Club of Rome veröffentlicht wurde, gewarnt. Zitat: Die Auswirkungen von Umweltschädigungen erscheinen nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich verschoben. Man sollte daraus die Lehre ziehen, dass es insgesamt schon viel später ist, als wir denken möchten. Es geht um nicht weniger als darum, den Zusammenbruch unseres ökologischen Systems zu verhindern. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßen Sie heute recht herzlich Reinhard Schwarz und Andrea Behm zur monatlichen Sendung des globalisierungskritischen Netzwerks Attac München auf Radio Lora 92.4. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Heute beschäftigen wir uns, nein, nicht direkt mit der Klimakrise, sondern indirekt, nämlich mit dem Klimakiller CETA, dem Handels- und Investitionsschutzabkommen der EU mit Kanada. CETA wurde 2016 von den Staats- und Regierungschefs der EU unterzeichnet und wird seit September 2017 nach der Ratifizierung durch das Europaparlament zu großen Teilen vorläufig angewandt. Die ersten Erfahrungen, wie von Attac vorhergesagt, sind katastrophal für das Klima. Auf kanadischer Seite gibt es nur eine Branche, die von CETA profitiert, die Rohstoffindustrie. Allein der Absatz von kanadischem Rohöl in die EU verdoppelte sich zwischen 2017 und 2018. Auch der kanadische Export des besonders klimaschädlichen Schweröls, das vor allem aus den Teersanden der westkanadischen Provinz Alberta gewonnen wird, erhöhte sich. Hätte die Europäische Union während der CETA-Verhandlungen auf eine Verschärfung der Kraftstoffqualitätsrichtlinie gepocht, wäre der Absatz des Teersandöls in der EU faktisch unterbunden worden. Dagegen aber hat die kanadische Industrie erfolgreich lobbyiert. Vor der Sendung haben wir darüber mit Thomas Fritz gesprochen. Er arbeitet als freier Autor in Berlin zu Wirtschaftspolitik und nachhaltiger Entwicklung. Für Brot für die Welt, die Hans-Böckler-Stiftung, die Arbeiterkammer Wien oder die Rosa-Luxemburg-Stiftung verfasst er Studien über die Folgen von Handelsliberalisierungen. Im Wirtschaftsausschuss des Bundestages wurde er als Sachverständiger zu CETA gehört. Wir haben ihn zunächst gefragt, warum er CETA für klimablind hält. Das Freihandelsabkommen der Europäischen Kommission mit Kanada zeigt schon in seinen Auswirkungen, dass es klimablind ist, aber auch natürlich in seiner Struktur, in den Regularien, die in diesem Vertrag enthalten sind. Und bei den Regularien ist sehr problematisch, dass man sagt, man möchte möglichst den Zugriff auch auf ganz, ganz schmutzige, klimaschädliche Rohstoffe so frei wie möglich gestalten von allen möglichen staatlichen Auflagen. Das ist die grundsätzliche Orientierung in den Handelsabkommen und diese spiegelt sich so auch wieder in dem CETA-Abkommen. Und das bedeutet dann beispielsweise, dass die Europäische Kommission durchsetzt, dass möglichst wenig Auflagen gemacht werden dürfen, was den Import von fossilen Energieträgern in der Europäischen Union betrifft.
Es ist sogar noch schlimmer, dass die Europäische Kommission im Laufe der Verhandlungen von CETA, im Verhandlungsprozess, gesagt hat, wir verzichten darauf, bestimmte Qualitätsanforderungen an Treibstoffe in der Europäischen Union zu stellen, die bedeutet hätten, dass ganz besonders schmutzige Öle hier in der Europäischen Union gar nicht mehr auf den Markt kommen, dass sie verbannt werden. Das war in der Diskussion. Diese Richtlinie heißt Kraftstoffqualitätsrichtlinie. Und während der CETA-Verhandlung war so ein bisschen in der Diskussion, die so scharf auszugestalten, dass das besonders schmutzige Schweröl aus Kanada hier in der Europäischen Union nicht mehr hätte verkauft werden können. Und in Kanada haben wir das große Problem, dass es sehr große Vorkommen dieser ganz, ganz schmutzigen Schweröle gibt. Die gibt es vor allem in der westkanadischen Provinz Alberta. Die Förderung dieser Schweröle, sie werden auch unkonventionelle Öle genannt, ist extrem umweltschädlich, extrem klimaschädlich. Und man sollte eigentlich dafür sorgen, dass ein so schmutziges Öl im Boden bleibt, dass es nicht gefördert wird. Im Zuge der CETA-Verhandlungen ist aber genau das Gegenteilige entschieden worden. Man hat gesagt, man verzichtet in der Europäischen Union auf sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Also Handelshemmnisse, die keine Zölle da sind, sondern Regeln, ne? Auflagen. Man verzichtet auf Auflagen, die bedeutet hätten, dass das besonders dreckige Schweröl aus Kanada hier auf den Markt kommt. Auf diese Regeln hat man verzichtet. Und das ist natürlich sehr, sehr negativ, wenn man sich das Regelwerk von CETA anschaut, dass es dort keine Regularien gibt, die sagen, fossile Energieträger sind grundsätzlich klimaschädlich und wir behalten uns die rechtlichen Möglichkeiten vor, dafür zu sorgen, dass diese so langsam auslaufen, dass die Nutzung der fossilen Energieträger langsam auslaufen. So etwas kann man natürlich in einen Handelsvertrag reinschreiben, weil man weiß, wir haben die Klimakrise. Genau darauf hat die Europäische Kommission verzichtet. Und das ist natürlich ein riesengroßes Versäumnis. Sie hat darauf verzichtet, aber hat sie nicht gleichzeitig auch in CETA irgendwas von Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz reingeschrieben oder sind das nur Sprechblasen? Ja, die Europäische Kommission versucht natürlich auch so ein Abkommen wie CETA zu verkaufen gegenüber der Öffentlichkeit als ein umweltschützendes, klimaschützendes Abkommen, weil wir Europäer aus ihrer Sicht ja Vorreiter beim Klimaschutz sind. Und da gibt es ein Kapitel in dem CETA-Vertrag, das sogenannte Nachhaltigkeitskapitel, wo es auch bestimmte Regeln gibt, dass man internationale Umweltschutzverträge einhalten soll, diejenigen Verträge, die man selbst unterzeichnet hat, also die Verträge, die die EU und Kanada unterzeichnet hat, dass man die einfach einhält, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Das muss man nicht unbedingt noch in so einen Handelsvertrag reinschreiben. Das große Problem ist, alles, was man dort reingeschrieben hat, ist nicht wirklich einklagbar. Weil selbst wenn die EU oder Kanada gegen diese internationalen Verträge, auf die man sich bezieht, in diesem Nachhaltigkeitskapitel, wenn man gegen diese internationalen Verträge verstößt, dann könnte jetzt nicht Kanada oder die EU sagen, wir erheben Handelssanktionen, Handelsstrafen. Ne? Wenn jetzt Europa gegen das Klimaabkommen verstoßen würde, könnte nicht Kanada sagen, wir erheben Strafzölle auf deutsche Autos. Das ist nicht möglich, weil dieses Nachhaltigkeitskapitel, da steht drin, Handelssanktionen sind nicht möglich bei allen Gegenständen, die in dem Nachhaltigkeitskapitel genannt sind, eben auch Klimaschutzmaßnahmen. Von daher ist das Nachhaltigkeitskapitel völlig unwirksam, im Unterschied zu allen anderen Bestandteilen des Handelsabkommens. Wenn man gegen andere Regeln verstößt in dem Handelsabkommen, kann es sehr wohl Handelssanktionen geben. Also man hat diese wichtigen Themen des Klimaschutzes, des Umweltschutzes wirklich benachteiligt in diesem Handelsabkommen. Dieses zögerliche und zurückhaltende Verhandeln der EU in Bezug auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit spiegelt sich ja auch wieder in dem Verhalten der EU zu dem Pariser Klimaschutzabkommen. Was ist da eigentlich passiert damals 2015 in Paris? Ja, im Vorfeld der Verhandlungen zu dem Pariser Klimaschutz 2015 hat die Europäische Kommission Befürchtungen gehabt, dass es Regeln geben könnte,
in dem Klimaschutzabkommen, die eine Verknüpfung herstellen würden zwischen den Klimaemissionen und dem Welthandel. Und wir wissen ja, die schmutzigsten Energieträger, Kohle, Öl, Gas, werden international gehandelt. Und man müsste ja eigentlich dafür sorgen, dass diese Energieträger im Boden bleiben und möglichst nicht gehandelt werden, möglichst nicht auf den Weltmarkt kommen. Von daher wäre es eigentlich geboten, eine Verknüpfung herzustellen zwischen Klimaschutz und Handel, sehr wichtig sogar. Aber die Europäische Kommission hat gesagt, jegliche Verknüpfung zwischen Handel und auch Freihandelsabkommen und dem Klimaschutz ist nicht im Sinne der Europäischen Kommission, wird von der Europäischen Kommission verhindert, muss verhindert werden von den Unterhändlern, die die Europäische Kommission entsandt hat nach Paris, um dort an dem Klimaschutzabkommen mitzuverhandeln. Man will das nicht. Und der Hintergrund ist einer, den man nicht oft hört. Der Hintergrund ist, dass viele europäische Unternehmen ihre schmutzigen Produktionsteile ausgelagert haben in andere Länder der Welt, wo die Umweltauflagen nicht so stark sind, nicht so scharf sind wie hier. Wir aber die Produkte, die dort produziert werden, dennoch hier einführen. Und eigentlich müssten diese schmutzigen Produkte und deren Emissionen auch mit berücksichtigt werden bei den Klimabilanzen, die wir immer einreichen müssen bei der UN-Klimarahmenkonvention. Und momentan ist es noch so, dass diese importierten Emissionen unserer Schmutzproduktion bei den Klimabilanzen nicht mit berücksichtigt werden. Die fallen da raus. Das heißt also, letzten Endes wird durch diesen Mechanismus die europäische Klimaschutzbilanz, auch die deutsche Klimaschutzbilanz, frisiert. Ganz klar. Wird geschönt, ganz erheblich geschönt. Und man weiß nach Untersuchungen der OECD, dass beispielsweise der Anteil der importierten Emissionen in der Europäischen Union an den gesamten Emissionen, die wir produzieren in der EU, 25% beträgt, ein Viertel. Also man müsste eigentlich die importierten Emissionen mitberechnen, mit berücksichtigen. Das geschieht aber nicht. Das ist deswegen so wichtig. Und die Europäische Kommission bekämpft deswegen den Link auch zwischen Handel und Klimaschutz, weil sie sich ja vor der Weltöffentlichkeit darstellt als Vorreiter beim Klimaschutz und sagt, wir erfüllen die Klimaschutzziele, zu denen wir uns verpflichtet haben, unter dem Kyoto-Protokoll der Klimarahmenkonvention. Da hat die Europäische Kommission gesagt, wir verpflichten uns zu dem Ziel, unsere Emissionen, Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2020 um 20% zu reduzieren. Wenn nun die OECD aber recht haben sollte, dass die importierten Emissionen, die gar nicht berücksichtigt werden in unserer Klimabilanz, so etwas um die 25% betragen, ist vollkommen klar, wenn die Europäische Kommission behauptet, sie würde das Reduktionsziel von 20% einhalten, möglicherweise Unrecht hat. Würden die importierten Emissionen mit berücksichtigt, ist es so, dass de facto die Europäische Kommission, was ihre Gesamtverantwortung für Emissionen angeht, überhaupt keine Emissionen vermindert hat, sondern lediglich bestimmte Teile ihrer Emissionen ausgelagert hat in andere Länder. Und das würde dann natürlich die Rolle, die sich die Europäische Kommission selbst immer zuschanzt, wir sind Vorreiter des Klimaschutzes, ganz erheblich in Frage stellen. Und genau deswegen bekämpft die Europäische Kommission jegliche Verknüpfung zwischen Handel und Klima, auch bei den internationalen Klimaverhandlungen. Insofern würden Sie es vermutlich begrüßen, wenn jetzt die neue soziale, sehr kraftvolle Bewegung von Fridays for Future diesen Link vielleicht auch mit auf die Straße in ihrem politischen Kampf führt, oder? Ja, das wäre natürlich wirklich begrüßenswert, wenn die jetzt neue, sehr kraftvolle Bewegung für den Klimaschutz auch noch mehr sich hinwendet diesen ökonomischen Themen. Das sind teilweise natürlich sehr trockene Themen, das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung. Aber man muss ja sehen, dass doch der Handel eine ganz bedeutende Mitschuld hat auch an der Klimakrise. Und ohne eine wirklich drastische Regulierung des Handels und auch eine Reduktion
des Handels und der Handelsströme wird es ungemein schwer, die Reduktionsziele, die eigentlich notwendig sind, also Klimaneutralität bis zum Jahr 2050, das ist ja das Ziel, das wir eigentlich erreichen müssen, dieses Ziel auch zu erreichen. Man wird da nicht drum herum kommen, auch den Handel kritischer in den Blick zu nehmen. Und es wäre deswegen wünschenswert, selbstverständlich, wenn auch die sozialen Bewegungen darauf ein kritisches Auge werfen würden. Noch nicht in Kraft getreten sind in CETA die Sonderklagerechte für Konzerne. Diese kommen erst zur Anwendung, wenn die Parlamente aller EU-Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Ende April 2019 traf der Europäische Gerichtshof die umstrittene Entscheidung, dass diese Sonderklagerechte mit dem EU-Recht vereinbar sind. Ein Paralleljustizsystem für Konzerne mag damit europarechtlich zwar zulässig sein, gerecht ist es trotzdem nicht. Und deswegen setzt sich ATTAC weiter gegen CETA ein. Denn noch ist es nicht zu spät. Die Parlamente von 15 EU-Mitgliedstaaten müssen dem Abkommen noch zustimmen, bevor es vollständig in Kraft treten kann. Ein einziges Nein in nur einem dieser Mitgliedstaaten bringt das gesamte Abkommen zu Fall. Und in einigen Ländern gibt es Widerstand. Erst im Oktober hat die sogenannte Partei der Arbeit in den Niederlanden erklärt, dass sie CETA nicht ratifizieren will, weil es Konzerninteressen über faire Arbeitsbedingungen und Umweltschutz stellt. Damit hat das Abkommen derzeit im niederländischen Parlament keine Mehrheit. Auch in Frankreich ist die Ratifizierung noch nicht abgeschlossen. Dort muss noch der Senat darüber abstimmen und wie er das tun wird, ist schwer einzuschätzen. Die französische Nationalversammlung stimmte im Juli nur knapp für CETA. In der Bundesrepublik sind derzeit noch Verfassungsbeschwerden gegen CETA vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig. Über sie wird vermutlich im Frühjahr des kommenden Jahres entschieden. Nach den Urteilen könnte bald die Ratifizierung durch Bundestag und Bundesrat auf der Tagesordnung stehen. Im Bundesrat ist eine absolute Mehrheit von 35 Ja-Stimmen nötig, um CETA zu ratifizieren. Wenn alle Parteien, die Proteste gegen CETA unterstützt haben, an ihrer Position festhalten, könnte das Abkommen im Bundesrat noch gestoppt werden. Bündnis 90 Die Grünen sind bisher an 9 und Die Linke an 2 Landesregierungen beteiligt. Beide Parteien hatten sich auf Bundesebene gegen CETA ausgesprochen. ATTAC fordert nach wie vor alle politischen Parteien sowie alle Regierungen der Bundesländer auf, CETA nicht zuzustimmen. Wir wollen CETA stoppen. Ob das realistisch ist, haben wir Thomas Fritz gefragt. Grundsätzlich ist es nach wie vor möglich, die vollständige Ratifizierung von CETA zu verhindern. Also das muss man, denke ich, ganz deutlich sagen. Es lohnt sich von daher auch, sich dafür einzusetzen, dass CETA in Deutschland nicht ratifiziert wird. Das ist ganz wichtig, denke ich. Zwar wird CETA ja schon vorläufig angewendet, aber eben nur Teile des Abkommens, zwar wichtige Teile, die handelspolitischen Teile, die die Handelsströme betreffen, die problematischen, die dafür auch sorgen, dass wir jetzt dieses ganz schmutzige Öl in größeren Mengen aus Kanada importieren. Das ist wirklich sehr, sehr übel, diese Folge von CETA. Dennoch gibt es noch weitere sehr problematische Teile, die noch nicht in Kraft getreten sind. Und das sind vor allem diese Investor-Staat-Schiedsverfahren, also die Sonderklagerechte für Investoren. Die sind noch nicht in Kraft getreten. Die würden erst in Kraft treten können, wenn CETA vollständig ratifiziert werden sollte. Und diese Investor-Staat-Verfahren sind extrem gefährlich. Wir wissen das. Wir haben ja selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht in Deutschland, als Vattenfall die Bundesregierung jetzt verklagt hat wegen des Atomausstiegs, wo man Entschädigungen versucht einzuklagen auf internationaler Ebene bei diesen Sonderschiedsgerichten. Und aktuell ist die Niederlande unter Beschuss. Die Niederlande planen den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030. Und da haben jetzt auch schon Energiekonzerne gesagt, unter anderem der Deutsche, der Ableger von E.ON Unipa, die haben gesagt, wir planen auch eine Entschädigungsklage vor so einem Investor-Staat-Schiedsgericht gegen die Niederlande, um da halt eben Kompensationszahlungen zu bekommen, falls die Niederlande tatsächlich den
Kohleausstieg beschließen sollten. Wir sehen da also, wie ungemein gefährlich dieser Mechanismus ist. Der sollte nicht in Kraft treten. Von daher wäre es ungemein wichtig, dass man sich dafür einsetzt, dass CETA auch in Deutschland nicht in Kraft tritt. Und da besteht die reale Möglichkeit, wenn auch möglicherweise nicht im Bundestag, weil wir im Bundestag ja eine reaktionäre Regierung haben aus CDU und SPD, die Freihandelsabkommen per se abfeiert und immer wieder auch durchwinkt. Aber es besteht natürlich eine Chance im Bundesrat, wenn diejenigen Bundesländer, in denen die Grünen und die Linken an den jeweiligen Regierungen beteiligt sind, dafür sorgen, dass sich ihre Länder wenigstens enthalten. Das würde schon genügen im Bundesrat. Wenn das all diese Länder machen würden, besteht eine realistische Chance, dass die Ratifizierung von CETA in Deutschland scheitert. Das wäre sehr wünschenswert und dafür sollte man sich einsetzen. Begrenzt dürfte auch die Geduld der Fridays for Future sein, die gemeinsam mit vielen anderen unter dem Motto Neustart Klima laut, wütend und unbequem, Klimagerechtigkeit jetzt, für Freitag, den 29. November nun schon zum zweiten Mal einen globalen Klimastreik ausrufen. Auch ATTAC unterstützt die Proteste und fordert die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens sowie ein ambitioniertes Vorgehen gegen die Klimakrise. Die aktuelle Handelspolitik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten ist dabei kein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 verpflichteten sich die Staaten auf konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz. Wie wir von Thomas Fritz eben hörten, sorgte die EU-Kommission bei den Verhandlungen jedoch dafür, dass eine ausdrückliche Erwähnung von Handelsfragen vermieden wurde und verwies stattdessen auf die Welthandelsorganisation WTO, die sich für das Thema Handel und Klima allerdings nicht zuständig fühlt. Gleichzeitig fährt die EU-Kommission fort, neue Freihandels- und Investitionsschutzabkommen zu verhandeln und zu beschließen, deren Vorgehen einen effektiven Klimaschutz im Wege stehen. Bei ihrem Besuch in Indien letzte Woche hat Bundeskanzlerin Merkel schon fast gebetsmühlenartig ein Handelsabkommen mit Indien angeregt. All diese Abkommen verfolgen das Ziel, den internationalen Handel durch den Abbau von Zöllen und sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen zu begünstigen und auszubauen. Die Klimaverträglichkeit der Handelswege und Waren spielt dabei keine Rolle. Klimaschutz wird grundsätzlich als potenzielles Handelshemmnis angesehen. Damit stehen die sogenannten Freihandelsabkommen in einem grundsätzlichen Konflikt zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens. Denn um diese zu erreichen, müssten stattdessen Transportwege verkürzt und regionale Wirtschaftskreisläufe ausgebaut werden. Der Handel mit Produkten und Rohstoffen, die eine klimaschädliche Wirkung haben, müsste erschwert statt erleichtert werden. All das betrifft auch CETA, das wir von ATTAC in folgenden Punkten kritisieren. Erstens, CETA erhöht den Druck auf die bäuerliche Landwirtschaft, die, anders als die Agrarindustrie, klimafreundlich wirtschaftet. Mit Zollsenkungen und zollfreien Quoten öffnet CETA die EU-Agrarmärkte und vervielfacht den Import von deutlich billigerem Fleisch aus Kanada. Anhang 2a des Abkommens schreibt zum Beispiel vor, dass nach einer Übergangsfrist von wenigen Jahren 80.000 Tonnen Schweinefleisch und 50.000 Tonnen Rindfleisch zollfrei aus Kanada importiert werden dürfen. Das bisherige Kontingent lag bei jeweils 5.000 Tonnen. Umgekehrt darf die EU mehr Käse nach Kanada exportieren, wo die Milchpreise deutlich höher sind. Das steigert den Druck, möglichst billig zu produzieren. Bäuerliche Landwirtschaft wird dadurch für den Handel, hier wie dort, auf globalen Märkten geopfert. Zweitens, CETA holt Konzernlobbyisten an den Tisch, die sich alles andere als für den Klimaschutz einsetzen. Die kanadische Fleischindustrie lobbyiert in den schon heute tagenden CETA-Handelsausschüssen gegen das Verbot der EU, Hormone in der Rindfleischproduktion einzusetzen. Pestizidhersteller und die Lobbyverbände haben bereits wiederholt gefordert, die EU-Schwellenwerte für Pestizidrückstände in Lebensmitteln zum Thema zu machen. Auch die vergleichsweise strikte Regulierung der Gentechnik in der EU ist dort immer wieder Angriffen ausgesetzt. Erfahrungen aus anderen Freihandelsabkommen zeigen, dass gerade diese Ausschüsse intransparente Hinterzimmerabsprachen befördern.
Bis heute verweigert die EU-Kommission die Veröffentlichung der vollständigen Sitzungsprotokolle. Dagegen hat das Münchner Umweltinstitut Klage eingereicht. Drittens, CETA bedroht den Umwelt- und Gesundheitsschutz, weil es zwar das Vorsorgeprinzip erwähnt, seine Durchsetzbarkeit aber nicht sicherstellt. Viertens, CETA gefährdet die öffentliche Daseinsvorsorge, weil es den Druck, Dienstleistungen zu privatisieren, erhöht und es schwieriger macht, einmal privatisierte Dienstleistungen wieder in kommunale Hand zu nehmen. Fünftens, CETA etabliert eine Paralleljustiz für internationale Konzerne. Ganz im Gegensatz zum Klimaschutz, der nicht eingeklagt werden kann, sind auch in CETA Investorenrechte durchaus einklagbar. Auch Investitionen in fossile Energieträger sind ohne Wenn und Aber geschützt. Konkret heißt das, wenn ein ausländischer Investor seine Gewinne bedroht sieht, weil ein Staat beispielsweise neue Klimaschutzregelungen einführt, kann er vor internationalen Schiedsgerichten Schadensersatz in horrender Höhe verlangen. Bereits heute betreffen 330 der insgesamt 942 bekannten Investitionsschutzklagen den Energie- und Rohstoffsektor. Sechstens, CETA gefährdet die Demokratie, weil die mit ihm gegründeten Ausschüsse weitreichende Entscheidungen treffen können, ohne sich mit demokratisch gewählten Parlamenten darüber abstimmen zu müssen. Und schließlich siebtens, CETA untergräbt den Klimaschutz generell. Die kanadische Regierung stellt sich gerne als Vorreiterin in Sachen Klimaschutz dar. Dabei macht Kanada beim Klimaschutz eine denkbar schlechte Figur. Das Land ist einer der größten Treibhausgasproduzenten weltweit und landete beim Klimaschutzindex 2019, der die Klimaschutzleistungen der Staaten mit dem höchsten CO2-Ausstoß bewertet, lediglich auf Platz 54 von 60. Um aber den Klimakollaps zu vermeiden, müssen die Treibhausgasemissionen innerhalb der nächsten Jahre drastisch reduziert und die Energiewende vorangebracht werden. Doch statt den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu unterstützen, fördert CETA deren Ausweitung. Die beabsichtigte Steigerung von Güterexporten verursacht längere Transportwege und erhöht die vom Verkehr ausgehenden Klimaschäden. Angesichts der klimaschädlichen Wirkungen von Handelsabkommen, also auch von CETA, fragt man sich, wie die EU den Abschluss solcher Verträge überhaupt noch rechtfertigen kann. Und man fragt sich auch, wie sie es rechtfertigen kann, einen anderen Vertrag mit aller Macht zu verhindern, der eben genau diese schädlichen Wirkungen adressiert und sanktionieren möchte, nämlich den sogenannten UN Binding Treaty, zu dem wir Thomas Fritz auch befragt haben. Dieser Versuch, einen internationalen Vertrag für Menschenrechte zu verhandeln, ist nicht zu unterschätzen in seiner Bedeutung. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Initiativen, die es momentan gibt auf dem Gebiet der Menschenrechte auf internationaler Ebene. Weil man muss sehen, dass wir ja ein extremes Ungleichgewicht haben, weiche Themen auf internationaler Ebene durchzusetzen, wie die Einhaltung von Menschenrechten wie die Einhaltung von Umweltschutzrecht im Gegensatz zu den harten Interessen der Unternehmen, die dafür ja sich auf das Handelsrecht stützen können, das sanktionsbewährt ist mit scharfen Sanktionen. Wer gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstößt, Länder, die dagegen verstößen, die können mit sehr empfindlichen Sanktionen, Handelssanktionen belegt werden, Strafzöllen, die wirklich empfindlich sein können. Und solche scharfen Sanktionsmaßnahmen gibt es nicht, wenn man Menschenrechtsverletzungen begeht. Wenn Konzerne ihre Sorgfaltspflichten missachten entlang der Lieferketten, der Vorprodukte, die sie beziehen, weltweit. Und genau in diese Lücke versucht die Initiative für den Binding Treaty vorzudringen und zu sagen, wir brauchen einen internationalen Vertrag, der dafür sorgt, dass Konzerne entlang ihrer Lieferketten verantwortlich gemacht werden, dafür, dass die Menschenrechte eingehalten werden und auch, dass zivilgesellschaftliche Akteure, Betroffene von Menschenrechtsverletzungen eine Klagemöglichkeit vor einer internationalen Institution bekommen, wo dann darüber verhandelt wird,
Hat dieser Konzern seine Sorgfaltspflichten eingehalten oder hat er dagegen verstoßen? Sollte er verstoßen haben gegen die Sorgfaltspflichten, müsste er in irgendeiner Form Entschädigung leisten. Wie das alles ausgestaltet wird, ist ein offener Prozess, weil über die Ausgestaltung dieses Vertrags wird zurzeit halt verhandelt auf internationaler Ebene bei den Vereinten Nationen. Aber man sieht daran, schon an dieser Beschreibung dieses Mechanismus ist, dass wir natürlich genauso etwas brauchen, weil das haben wir momentan nicht. Die Menschen, die Opfer geworden sind des Fabrikeinsturzes von Rana Plaza in Bangladesch, haben die große Schwierigkeit, dass es keine solche internationale Institution gibt, vor der man klagen kann, um halt eben die Verletzung der Sorgfaltspflichten durch die Konzerne, die von dort in Bangladesch ihre Ware bezogen haben, um diese Sorgfaltspflichten auch einzuklagen. Mhm. So eine Instanz gibt es momentan nicht. Sie versuchen momentan so etwas einzuklagen von nationalen Gerichten. Mhm. Völlig richtig. Das muss man machen. Das ist gut so, dass sie das machen. Aber es ist vollkommen offensichtlich, dass man so etwas natürlich auch auf internationaler Ebene braucht. Mhm. Ganz klar. Weil wir haben so etwas ja schließlich auch für den Handel auf internationaler Ebene. Selbstverständlich brauchen wir so etwas auch für Menschenrechte und perspektivisch natürlich auch für die Umweltgesetzgebung. Und genau diese Lücke versucht die Initiative für den Binding Treaty zu schließen. Und Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen haben da eine Kampagne dazu gestartet. Und diese Kampagne sollte man unbedingt unterstützen. Die muss unterstützt werden auch, weil leider Gottes die Europäische Union und auch die deutsche Bundesregierung ja Bremser sind. Die wollen diesen Vertrag nicht, torpedieren die Verhandlungen. Das ist wirklich sehr bitter zu sehen. Vor allem, wenn man sieht, dass es Schwellenländer, Entwicklungsländer gewesen sind, die die Initiative für diesen Vertrag ganz maßgeblich mit vorangetrieben haben, wie Ecuador seinerzeit, Südafrika und andere Länder haben sich für diesen Vertrag eingesetzt. Und es sind die großen Profiteure des freien Handels und auch noch diejenigen Länder, wo die transnationalen Konzerne oftmals ihren Sitz haben, die nun einen solchen internationalen Vertrag zur Einhaltung der Menschenrechte torpedieren. Das ist wirklich sehr, sehr bitter, weil wir ja letzten Endes hier in der Europäischen Union mit den großen Konzernen die größten Nutznießer auch, ne, dieser internationalen Wertschöpfungsketten haben. Insofern wäre es nur recht und billig, kann man durchaus verlangen, wenn unsere Bundesregierung, wenn die Europäische Kommission ihre Blockadehaltung aufgeben würden bei den Verhandlungen für diesen Binding Treaty und sich dafür einsetzen, dass es zu einem solchen Vertrag kommt. Selbstverständlich, das kann man erwarten, das kann man verlangen. Leider tun EU-Kommission und Bundesregierung nicht. Und genau deswegen sollten sie wesentlich stärker auch an den Pranger gestellt werden. Und von daher denke ich, ist diese Initiative sehr wichtig, braucht noch wesentlich mehr Öffentlichkeit. Genauso wie auch die neue Initiative zu einem Lieferkettengesetz mehr Öffentlichkeit braucht, auf nationaler Ebene, nationale Konzerne und Unternehmen auch da schadensersatzpflichtig zu machen. Jetzt komme ich aber noch mal zurück auf den Klimaschutz. Sie hat erwähnt, wir müssten unser zivilgesellschaftliches Augenmerk vielleicht auch auf Kampagnen richten, die dahin zielen, Erdöl und Kohle und Gas erst gar nicht zu fördern, erst gar nicht zu extrahieren. Was hat es da schon für Erfahrungen gegeben und was würden Sie da empfehlen? Die Idee, dass besonders schädliche Rohstoffe im Boden bleiben sollen, ist natürlich schon sehr alt. Aber es hat sich immer als ungemein schwer erwiesen, so etwas auch durchzusetzen. Das wissen wir. Das ist natürlich auch ökonomisch für viele Länder ungemein schwer, wenn sie relativ arm sind, eine wenig entwickelte eigene heimische Wirtschaft haben und dann plötzlich entdecken, sie haben große Vorkommen an Öl, an Gas, an Kohle und diese Vorkommen können exportiert werden, da kann es Staatseinnahmen geben und diese Staatseinnahmen kann man wieder verwenden, beispielsweise um Sozialprogramme zu finanzieren. Insofern also gibt es durchaus eine sehr große Abhängigkeit bei vielen Ländern, die diese Rohstoffe exportieren. Und man muss sich natürlich überlegen, wenn man weiß, dass Kohle, Öl und Gas die gefährlichsten Klimagase sind und wenn es
eigentlich wünschenswert wäre, dass ein großer Teil der noch vorhandenen Vorkommen im Boden bleiben. Wie kann man dafür sorgen, dass diejenigen Länder, die diese Vorkommen noch haben und wirtschaftlich darauf angewiesen sind, sie nach wie vor zu fördern und zu exportieren, einen Weg finden, auf Förderung und Export zu verzichten? Das kann man nicht per Dekret machen, da kann man nicht militärisch eingreifen und sagt, macht die Förderlöcher zu, sondern das muss man diplomatisch machen, da braucht man Instrumente dafür. Man muss dafür sorgen, dass ein Land, das bereit ist zu sagen, wir lassen das Öl im Boden, dafür Entschädigungen bekommt. Es hat einmal vor einigen Jahren einen Versuch gegeben, so etwas in Ecuador zu machen. Die ecuadorianische Regierung hatte angeboten, in einem bestimmten Gebiet bestimmte Vorkommen nicht zu fördern und wollte dafür Kompensationen haben. Diese Initiative ist leider Gottes gescheitert. Nichtsdestotrotz war es durchaus der richtige Ansatz. Dieser Ansatz ist nun aufgegriffen worden in einem größeren Rahmen von Wissenschaftlern in Großbritannien, die auch schon eine ganze Zahl von Unterstützern für diesen Vorschlag gewonnen haben, aus der Politik, aus Parteien, Nichtregierungsorganisationen. Und die sagen, man braucht eigentlich einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energieträger. Einen Nichtverbreitungsvertrag. Dieser Begriff lehnt sich an den Nichtverbreitungsvertrag, den es gibt aus den 60er Jahren für die Atomwaffen. Und diese Wissenschaftler sagen, diese drei Rohstoffe, Öl, Kohle und Gas, sind die entscheidenden, was den Klimawandel betrifft, weil wenn die verbrannt werden, haben wir einfach das Problem, dass sich die Erde immer weiter erhitzt. Die sollten möglichst im Boden bleiben und wir müssen einen Mechanismus schaffen, der dafür sorgt, dass die Länder, die die Rohstoffe im Boden lassen wollen oder die Förderung reduzieren wollen, dafür in irgendeiner Form entschädigt werden. Und die sagen, man braucht dafür einen internationalen Vertrag. Und in diesem Vertrag könnte es so aussehen, dass sich eine Gruppe von Vorreiterländern zusammenschließt. Progressive Länder, die sagen, gut, wir finden es richtig, dass in ärmeren Ländern Öl und Gas im Boden bleibt, sind bereit, hier dafür einen Fonds aufzulegen, diesen Fonds zu finanzieren, der dann Entschädigungszahlungen an diejenigen Länder weiterleitet, die sagen, wir reduzieren die Förderung von Kohle, Öl und Gas, bis sie ganz im Boden bleiben. Und das kann natürlich nicht ruckartig passieren, sondern nur über einen gewissen Zeitraum. Das ist klar. Und das kann man von keinem Land der Erde erwarten, schlagartig komplett auf die Förderung zu verzichten, wenn das einen so großen Anteil an den Staatseinnahmen hat. Das wäre fatal. Man muss realistisch bleiben bei solchen Dingen. Von daher braucht man also Ausstiegspfade. Und genau diese Form von Ausstiegspfad will man Ländern, die bereit sind, ermöglichen. Willigen Ländern, Koalition von Willigen mit diesem Nichtverbreitungsvertrag für die fossilen Energieträger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Initiative für den Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energieträger größere Aufmerksamkeit bekommen wird in der nächsten Zeit. Es wird zurzeit versucht, Unterstützerinnen und Unterstützer zu sammeln für diese Initiative. Ein größerer Artikel zu diesem Vorschlag ist erst im Anfang dieses Jahres erschienen in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Von daher beginnt man jetzt, diese Initiative auch zu verbreitern, sowohl in der Wissenschaft, in der Politik, in der Zivilgesellschaft. Und ich denke, es wird eine Zeit brauchen natürlich, bis ein solcher Vertrag dann tatsächlich auch mal unterschriftsreif wäre, sich genug Teilnehmerinnen, Teilnehmerstaaten auch gefunden haben. Diese Zeiten muss man haben, diese Zeit muss man sich auch nehmen, weil wir müssen ja auch sehen, auch wenn gesagt wird, wir sollten bis zum Jahr 2050 emissionsfrei sein, die Klimaneutralität erreicht haben, Klimaemissionen wird es auch weiterhin geben und rohstoffreiche Länder wird es weitergeben. Von daher wird also auch der Nutzwert eines solchen Nichtverbreitungsvertrags
auch über den Zeitraum 2050 hinaus durchaus gegeben sein. Von daher denke ich, auch wenn es ein paar Jahre dauern würde, bis man da genug Teilnehmerstaaten gewinnt für ein solches Unterfangen, dass es sich durchaus lohnen würde, so etwas anzuschieben. Also insofern durchaus ein eher visionäres Projekt, ne, dieser Nichtverbreitungsvertrag, aber von der Sache her richtig und von daher durchaus unterstützungswürdig. Knapp 4 Wochen vor dem UN-Klimagipfel warnten gestern 11.000 WissenschaftlerInnen aus 153 Ländern in einem gemeinsamen Appell in der Fachzeitschrift Bioscience vor einem Weiter-so. Die Erderhitzung nehme weiter rapide zu. Der Menschheit stünde, Zitat, nie dagewesenes Leid bevor und, Zitat, aus den vorliegenden Daten wird klar, dass ein Klimanotfall auf uns zukommt. Zu den UnterzeichnerInnen zählen auch 871 ForscherInnen deutscher Universitäten und Institute. Und unsere Regierung macht Trippelschritte und beschließt ein Klimapäckchen. How dare you? Wie kann sie es wagen? Die Katastrophe ist nur abzuwenden, wenn wir auch die Handelspolitik nachhaltig verändern. Millionen schwere Konzernklagen gegen Klimaschutz wie jene des deutschen Energiekonzerns Uniper, einer E.ON-Tochter gegen die Niederlande, müssen verboten werden. Sollten die Niederlande das Gesetz zum Kohleausstieg Anfang 2020 verabschieden, hat Uniper eine hunderte Millionen schwere Klage vor einem privaten Schiedsgericht angedroht. Uniper macht also das wahr, wovon die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, UNCTAD, in ihrem Bericht vom April 2019 warnt, wenn sie schreibt, das Freihandelsabkommen staatliche Maßnahmen zur Umsetzung des UN-Klimaabkommens als Verstoß gegen den freien Handel umdefiniert, eingeschränkt oder sogar verboten werden können und darüber hinaus die Demokratie gefährden. Die UNCTAD fordert deshalb die Vermeidung oder Rücknahme der zahlreichen bereits abgeschlossenen Freihandelsabkommen, inklusive CETA. Um adäquat auf die Klimakrise zu reagieren, muss also auch die Handelspolitik umfassend umgestaltet werden. Konkret heißt das Abschaffung von Sonderklagerechten für Konzerne sowie Kündigung von Freihandelsabkommen, die Konzernprofite über Klimaschutz stellen. Für ein klimafreundliches Handelsregime sind außerdem weitere Maßnahmen dringend notwendig. Vorschläge hierfür umfassen beispielsweise die Einführung von Zöllen und Grenzausgleichsabgaben auf klimaschädliche Güter und Dienstleistungen oder die Einschränkung des Handels mit fossilen Brennstoffen. Vorschläge liegen schon lange auf dem Tisch. Nun ist die Politik am Zug, sie endlich umzusetzen. Lasst uns daher am Freitag, den 29. November, beim 2. bundesweiten Klimastreik auf den Straßen sein. Auch für einen klimafreundlich und global gerechten Welthandel. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Für heute verabschieden sich Reinhard Schwarz und Andrea Behm, die Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Power to the people. Power to the people. People got the power. People got the power.